Hallo, ich bin Thorsten Kabitz und ich gehe in diesem Podcast mit euch in den Knast. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Wenn das deutsche System von mir Steuern verlangt hätte, Steuer bezahle ich immer. Aber die wollten ja keine Steuern für Cannabis von mir haben. Die wollten einfach, dass ich das nicht verkaufe. Das ist mein Beruf. Ich bin Händler. Nicht jedes Business ist ein gutes Geschäft. Hallo zu Knast Live Folge 38. Ich freue mich ja grundsätzlich über Nachrichten, Fragen, Anmerkungen von euch. Rufe ich auch immer dazu auf. Muss aber vielleicht doch für Gelegenheitsgäste und Neuzugänge dieses Podcasts nochmal was klarstellen. Über den Knast Live Account bei TikTok habe ich kürzlich folgende Nachricht und Frage bekommen. Joho, wie kann ich ein Handy mit reinschmuggeln? Muss bald wieder in den Bau und habe niemanden, der mir das reinwirft. Gut, ist in gewisser Weise auch eine Servicefrage, aber da bin ich dann doch der falsche Ansprechpartner. Und ich habe auch keinen Bedarf an Knastpapieren. Ich weiß nicht, habt ihr eine Vorstellung, was Knastpapier oder auch Briefpapier JVA-Style sein könnte? In meiner unbekümmerten Naivität habe ich auch erst gedacht, warum braucht man spezielles Papier, um einen Brief ins Gefängnis zu schicken? Tut es da nicht ein normaler College-Block mit Gitternetzlinien? Spaß beiseite. Die Geschichte dahinter ist nämlich brisanter als gedacht. Das sind Blätter, die getränkt oder versetzt sind mit, ich nenne es mal, chemischen Substanzen mit berauschender Wirkung. Kurz gesagt, synthetische Drogen, unsichtbar und geruchlos, die mit Lösungsmitteln und Ähnlichem versetzt werden. Und die werden dann vom Empfänger in kleinen Schnipseln, wie ich hörte, geraucht oder intern weiterverkauft. Ein heißes und schwieriges Geschäft für alle Beteiligten. Vor einiger Zeit bin ich bei Telegram tatsächlich mal auf eine Gruppe gestoßen, frei zugänglich, inzwischen allerdings nicht mehr erreichbar, wo diese Blätter für 50 bis 60 Euro das Stück verkauft wurden. Briefpapier JVA-Style. Ja, für die JVA ist auch ein schwieriges Thema, weil man das tatsächlich nicht so ohne weiteres erkennt. Dieses Papier, alle Briefe an Gefangene werden ja vorher geöffnet und geprüft, aber ich habe kürzlich gelesen, es gibt jetzt wohl auch in NRW vermehrt Versuche mit so einer Art Scanner-Schnelltestgeräten, die mit einer Datenbank verbunden sind, wo man wohl per Wischprobe auch solche synthetischen Drogen besser aufspüren kann. Also möglicherweise ein Geschäftsmodell mit begrenzter Haltbarkeit. Deshalb Finger weg von so einem Zeug. Habe auch Berichte gelesen von sehr heftigen Reaktionen, Krampfanfällen und Ähnlichem, die diese synthetischen Drogen, von denen man ja nie weiß, was da wirklich so drin ist, bei Inhaftierten schon ausgelöst haben. Im Übrigen sehr ausdrücklich sage ich, möchte ich auch niemanden hier zu irgendwas Illegalem inspirieren, animieren. Habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt dieses Thema anschneiden, davon erzählen soll. Aber letztlich, ja, gehört es halt auch irgendwie zu dieser Welt dazu. Knast ist und bleibt kein Ponyhof und nicht nur ein Schweigekonvent reuiger Sünder. Das Thema Geschäftssinn bringt uns aber rein in den Hauptakt dieser Folge. Beim letzten Mal habe ich Gökcan Bastima kennengelernt, den Klassensprecher der Knastis. Er ist Sprecher der Gefangenen mit Verantwortung in der JVA Remscheid. In dieser Funktion durfte Gökcan eine Spende der Inhaftierten kürzlich an das Bergische Kinder- und Jugendhospiz übergeben. Eine Geschichte, die sehr gut ankam, auch bei euch. Und ich habe mich danach aber noch ein bisschen länger mit ihm weiter unterhalten können über den Job als Gefangenensprecher, aber auch über Gökcans Vergangenheit, seine Familie und die Frage, ob er aus heutiger Sicht eigentlich irgendwas bereut. Ich heiße Gökcan, ich bin jetzt 51 und ich bin wegen Cannabishandel hier. Und ich habe 13 Jahre bekommen, habe noch 11,5 Jahre vor mir. Trotz Cannabis-Legalisierung? Ja, toll, ne? Die Leute sind draußen am Kiffen und ich sitze eine Strafe ab, die legal ist. Da muss man mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt, wo die Politik jetzt hingeht. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt illegal. Und dann gucken wir. Bei der Höhe der Haftstrafe könnt ihr ahnen, Gökcan war kein kleiner Straßendealer, sondern ja, Cannabis-Großhändler. Also da sprechen wir nicht von Gramm, sondern teilweise von mehreren Tonnen im Monat. Es war einiges, natürlich. Aber Handel ist Handel und dementsprechend kriegst du eine Strafe. Wie viele eigene Kinder und Enkel hast du? Ich habe 2 Kinder und 2 Enkel. Jetzt, der eine Enkel ist 3. Und der andere ist 1 Jahr alt. Wie viel kriegen die davon mit? Es gibt, glaube ich, gelegentlich, ihr habt schon mal an den Familienbesuchstagen auch teilgenommen? Ja, die verstehen das zum Glück noch nicht so ganz. Ne? Aber trotzdem sehen die immer diese Uniform, wenn die hier hinkommen. Und dann sind die auch immer so etwas erstarrt. Ne? Dann gucken die, aber mittlerweile sind die auch, weil die das jetzt gesehen haben,
weil die das kennen, sind die auch etwas lockerer. Was macht denn, was darf man, was kann man denn eigentlich alles, wenn man Sprecher der GMV ist? Was gehört da alles mit zu den Aufgaben? Du machst das in erster Linie ehrenamtlich. Die Aufgaben sind dann halt die Beschwerden oder die Wünsche der Gefangenen aufzunehmen und danach das hier dem Gefängnis mitzuteilen. Was kann man ändern oder was kann man besser machen oder was kann man wegmachen oder erneuern oder sonst und solche Sachen halt. Sind zum Beispiel Themen wie wie ausländische Kanäle oder warum etwas nicht besseres Essen kommt und so. Und da kannst du da nicht mal was machen. Dann wird das angesprochen, ne? Dann wird das geklärt. Oder warum dürfen wir das nicht haben oder dies nicht haben, ne? Und wird dann angesprochen und je nach dem Möglichen wird es dann geklärt, also geprüft erstmal und danach geklärt und dann genehmigt. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ne? Jedes Gefängnis hat eine Vorgabe vom Justizministerium, daran müssen sie sich auch halten. Ja, das ist das eben. Um es zu verstehen, seid ihr dann mehrere? Also gibt es in jedem Flügel einen oder ein, zwei, drei für alle oder wie läuft das? In jedem Flügel gibt es einen und da das halt ehrenamtlich ist, haben jetzt zwei erstmal hingeworfen und danach ist einer nachgerückt und der ist auch motiviert, so etwas so gut motiviert, so wie ich. Ne? So da, ich bin auch froh, dass ich wieder eine Stärkung habe. Weil so viele Sachen aufzuschreiben oder sich darum zu kümmern und das zu machen, das nimmt schon etwas Zeit in Anspruch. Ne? Aber ich mache das auch gerne, weil ich will ja auch was verändern. Wenn du nicht sprichst, wird dir auch nicht geholfen. Weil die Anstalt weiß ja nicht, die kann ja nur bis zu deiner Stirn gucken, die kann ja nicht reingucken. Und danach dich einfach hingehen und beschweren, ist ja, man muss schon vorher reden oder muss auch anhören. Denkt denn jeder auch genauso wie ich, ne? Das sind dann halt solche Themen, die dann so zusammenkommen und die dann halt besprochen werden. Und danach im Gremium dann zusammen mit dem Anstaltsleitung und mit uns wird das dann besprochen und danach wird halt nach Lösungen gefunden. Nur um ein Gefühl zu haben, kommt einmal die Woche jemand zu dir, zu euch und will was jeden Tag? Oder wie häufig passiert das so, dass man als G&V-Sprecher gefragt? Eigentlich kommt jeden Tag. Weil du bist bekannt als GMV-Sprecher, dann kommen die halt mit Sorgen, ey, der Sani, da komme ich nicht klar. Oder ich komme dort mit meinem Arbeitgeber nicht klar. Hier mit meinem, da komme ich nicht klar. Und dann muss ich denen auch sagen, hör mal, da kann ich nichts machen. Ne? Bei manchen Sachen, da kann ich nichts machen. Wenn ich jetzt in der Freistunde rumlaufe und viele sprechen mich dann an mit ihren persönlichen Sachen, da kann ich nichts machen, da kann ich auch nichts tun. Ich kann jetzt nicht zu einem Werksbediensteten hingehen und danach sagen, hör mal, warum redest du mit dem Karl-Heinz so? Ne? Hast du den an dem Tag, hast du den angemacht? So, aber es ist auch viel Kinderei hier. Nach zwei Tagen sind die wieder gut miteinander. Oder Betriebswechsel oder sonst irgendwer. Das kann ich auch nicht machen. Da müssen die an die Arbeitsverwaltung schreiben. Ich kann denen zum Beispiel sagen, hier die Wege, wie er das machen kann. Die Wege kann ich ihm aufzählen und danach dementsprechend mit dem die Anträge schreiben oder sonst. Und es gibt ja auch viele ausländische Gefangene hier, die halt kein Deutsch können. Dann sagen die, kannst mir einen Antrag schreiben, kannst mir halt diesen Brief beantworten oder solche Sachen halt. So Schriftverkehr. Sind die Beamten noch netter als sonst, wenn man G&V-Sprecher ist? Nein. Leider nicht. Leider nicht. Die sind immer gleich nett. Die Sache ist auch, es liegt immer an einem Menschen selber. Ich sage jetzt nicht Gefangene, ich sage jetzt an einem Menschen selber, wie der Mensch dem gegenüber rüberkommt. Man kennt ja dieses Sprichwort, ne? Wie du es in den Wald reinrufst, ne? So schallt es heraus. So ist es genauso hier auch. Weil im Endeffekt jeder kommt, also die Beamten oder Bediensteten oder die Anstaltszeitung oder sonst wie, die kommen hier hin, dass wir was davon haben, nicht, dass sie was davon haben. Sie sehen das dann am Ende in der Lohntüte, wie viel die haben oder wenn die mal Urlaub machen, sagen, ja, diesen Monat habe ich viel verdient. Das ist das Gleiche wie bei uns auch. Wenn wir jetzt jeden Tag durcharbeiten, verdienen wir mehr, wenn wir jetzt eine Woche arbeiten, eine Woche nicht arbeiten. Ne? Von daher ist es genau so, wie du zu dem Gegenüber auftrittst, so kommt auch zu dir rüber. Da ist bei jedem ist das gleich. Wenn du jetzt so ein Assi bist und dieses Assi-Verhalten noch beibehält, dann sind die Beamten auch. Dann sagen die, hör mal, du kriegst das nicht, dies nicht, jenes nicht. Das ist einfach so. Und wenn du sagst,
wenn du jetzt so ganz wie ein normaler Mensch rüberkommst, ne, sind die auch ganz normale Menschen. Gibt es schon Pläne für die nächsten Spendensammlungen oder? Ja, auf jeden Fall gibt es Pläne, aber ich weiß nicht, wie die umzusetzen sind, weil ich wollte eigentlich ein Formular aufsetzen, dass man das irgendwie direkt vom Hausgeld abzieht. Die Menschen, die spenden wollen, die wollen ja spenden und dass die dann irgendwie 1 Euro, 2 Euro dann vom Hausgeld abgezogen wird und danach direkt an das Kinderhospiz überwiesen wird, ne, monatlich oder alle 3 Monate quartalsmäßig. Aber da bin ich noch, ich wollte mich noch mit dem Herrn Böller, mit unserem katholischen Pfarrer zusammensetzen, mal gucken, wie wir da was machen oder wie ich da weiter was machen kann. Wenn man jetzt so die eigenen Kinder sieht, wie sie langsam größer werden, vielleicht auch ein bisschen was mitkriegen, kommt jetzt doch so irgendwann dann auch mehr der Punkt, wo man denkt, ach scheiße, warum bin ich jetzt hier? Ja, natürlich. Das ist doch keine Frage. Ich wäre auch gerne draußen und würde jetzt meine Enkel groß aufwachsen sehen, jeden Tag auch die Wehwehchen miterleben und den Spaß, den die haben, miterleben. Ne? Denkt man, dann hätte ich es doch damals nicht getan? Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist mein Beruf. Ich bin Händler. Aber trotzdem vielleicht für die Zukunft andere Geschäftsmodelle? Ja, jetzt ist ja Cannabis legal. Ja, ist Cannabis legal. Wahrscheinlich werden auch irgendwann die Lizenzen vergeben und danach verdient man das halt legal. Das Geld, wofür ich jetzt so viele Jahre bekommen habe, ist es dann legal. Ja. Ich meine, wenn ich auch im Vorfeld Steuern, wenn das deutsche Gesetz oder das deutsche System von mir Steuern verlangt hätte, hätte ich auch Steuern bezahlt. Ich habe ja auch einen normalen Betrieb gehabt, da habe ich auch immer Steuern bezahlt. Ich habe nie Steuern hinterzogen. Steuer bezahle ich immer. Aber die wollten ja keine Steuern für Cannabis von mir haben. Die wollten einfach, dass ich das nicht verkaufe, weil es zurzeit illegal war. Und jetzt ist es teillegalisiert. Und dann gucken wir mal, wenn es voll legalisiert wird. Na ja, alles Gute erstmal. Ja, danke schön. Als das Mikro aus war, hat Göksstern mir noch erzählt, dass er sich schon Gedanken darüber macht, wie er in Zukunft Setzlinge online vertreiben könnte. Ein echter und geschäftstüchtiger Händler halt. Das Finanzamt freut sich bestimmt schon auf die Umsatzsteuer. Ein paar andere in der JVA Remscheid haben übrigens tatsächlich in Anführungszeichen profitiert von der neuen Gesetzeslage und Teillegalisierung des Cannabisbesitzes. Stand Anfang September sind 2 Inhaftierte schon entlassen worden. 6 andere werden früher rauskommen, weil sich ihre Haftzeit durch das neue Gesetz nachträglich verkürzt hat. Insgesamt aber, sagt die Anstalt, merkt man im Knast bisher noch eher wenig an Auswirkungen. Also es ist nicht so, dass seitdem deutlich weniger inhaftiert werden. Wie sich das vor Gericht, in Prozessen, Urteilen und so weiter auswirkt, das wird wahrscheinlich dann erst die Zukunft zeigen. Knast Live, der Podcast. Ausgezeichnet mit dem Audiopreis 2024. Wenn es bei Göksstern schlecht läuft, hat er noch knapp 11 Jahre Haftstrafe vor sich. Das ist eine verdammt lange Zeit. 11-mal Weihnachten, 11-mal Geburtstag, mal 4 für die Kinder und Enkel, plus alles, was man sonst noch so draußen verpasst. Für die meisten von uns, glaube ich, unvorstellbar, so lange weg vom Fenster zu sein. Einer, der weiß, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, ist Marcel, den ich hier in der JVA Remscheid kennengelernt habe, denn er ist genauso lang schon drin. Ich bin Marcel, 37 Jahre alt, sitze wegen Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und bin jetzt im 11. Haftjahr. Vielleicht in Kurzfassung, was ist passiert, dass es dazu kommen konnte? Ich habe einen Mord begangen, weil sehr viele Dinge in meinem Leben sind schiefgelaufen. Es hat sich eine unglaubliche Wut angestaut bei mir. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Oder habe mich nicht getraut, mit jemandem darüber zu reden, habe ein riesiges Vertrauensproblem gehabt und dann hat sich einiges angestaut über die Jahre und dann hat es die falsche Person getroffen und ich habe ein Familienmitglied umgebracht. Und dann hier in ein Umfeld gekommen, das du so auch noch nicht kanntest. Wie war das, wenn du so an die Anfänge, die ersten Tage, Wochen zurückdenkst? Ja, das war auf jeden Fall respekteinflößend. Das ist ja komplett ab der Realität, was hier drin geschieht. Ich war auf jeden Fall verängstigt. Ich hatte einen Heidenrespekt vor jedem, der hier sitzt, weil mir schon bewusst war, dass jeder was auf dem Kerbholz hatte. Das aber nicht wie ein Pinzettel auf der Stirn von denjenigen steht. Ja, ich habe mich erstmal zurückgezogen. 2 Jahre habe ich gebraucht, um mich hier einigermaßen zurechtzufinden. Ich will jetzt nicht sagen wohlfühlen, weil das wäre nicht das passende Wort.
erstmal ankommen und mit der Situation umgehen und versuchen, sich normal zu verhalten. Das war die Schwierigkeit in meiner Anfangszeit hier. Ja, heftige Geschichte bei Marcel, die er übrigens nicht nur mir, sondern auch Jugendlichen, Jugendstraftätern erzählt hat, um sie damit ein bisschen wach zu rütteln, wie die darauf reagiert haben. Die ganze Geschichte gibt's demnächst hier bei Knast Live. Warum seid ihr hier? Unsere noch relativ junge kleine Abschlussrubrik im Podcast, in der ich immer mal ein bisschen was über euch erfahre und erzähle, warum ihr Knast Live hört, was euch mit dem Projekt oder dem Thema verbindet. Und ein spannender Austausch, den ich dazu hatte, war der mit Mirko, der auch tatsächlich einen Bezug zur JVA Remscheid hat, einen sehr direkten, hat selber mal hier gesessen, ist schon was her. Insgesamt, glaube ich, war Mirko 7 Jahre im Knast. Tja, und jetzt ist er dem Thema Gefängnis und Strafvollzug auf andere Weise verbunden. Mirko hat zum einen Projekte mit kriminellen Jugendlichen gemacht, um sie bei der Resozialisierung zu begleiten. Aber er kümmert sich auch um Menschen, die ins Gefängnis müssen, die eine Haftstrafe vor sich haben, und bereitet sie vorher darauf vor. Er hat mir geschrieben, dass er unter anderem auch einige meiner Videos von den Knast-Live-Kanälen bei Insta, TikTok und Co. schon genutzt hat, um die einigen seiner Klienten zu zeigen, was sie da möglicherweise im Gefängnis erwartet. Die Menschen, mit denen er da zu tun hat, kommen aus ganz verschiedensten Ecken. Zuletzt hat Mirko unter anderem mit Mitgliedern der letzten Generation gearbeitet. Also er ist nicht selber Klimaaktivist, ist nach wie vor Knastaktivist. Nein, aber ihr habt das ja vielleicht in den Medien auch verfolgt. Einige der Klimaaktivisten, die sich da ein bisschen zu oft festgeklebt an Flughäfen und ähnlichem, die Sicherheit gefährdet haben, sind ja verurteilt worden, müssen ins Gefängnis und naja, das sind ja vielfach Studentinnen, Studenten, andere, die, naja, nicht unbedingt bisher so mit dem Umfeld Kriminalität, Knast, Berührung hatten. Und einigen davon macht das tatsächlich Angst, die bevorstehende Haftstrafe, sagt Mirko. Gerade auch einige Frauen, die darunter sind. Frauen in Haft ist ja wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema, um das wir uns hier bisher gar nicht groß gekümmert haben, kümmern konnten. Die JVA Remscheid ist ein reines Männergefängnis. Was ich immer noch sehr erschreckend fand, Mirko hat mir außerdem erzählt von einem schwulen Mann, den er während seiner Haftzeit betreut. Die beiden telefonieren wohl miteinander. Und dieser Mann sei wegen seines Schwulseins im Knast misshandelt worden von anderen Mitinsassen, schreibt Mirko. Die haben ihn unter anderem mit heißem Wasser übergossen. Passiert ist das wohl in Sachsen in einem Gefängnis. Gut, in Sachsen haben ja manche mit Vielfalt so ihre Probleme, aber ja, ob es ein Einzelfall ist, Fragezeichen. Mirko schreibt, queere Menschen haben es in Haft nicht leicht und keiner redet darüber. Wir haben es an dieser Stelle zumindest erwähnt und ich staune auch in Folge 38 mal wieder, auf welche immer neuen Aspekte wir hier noch so stoßen. Das Thema Jugend, Jugendkriminalität, das habe ich ja kürzlich schon mal angerissen, ist auf jeden Fall eines, das uns weiter beschäftigen wird, weil es im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend ist. Direkt neben der JVA Remscheid liegt ja auch die JAA, die Jugendarrestanstalt. Und die werde ich mir in Kürze mal mit euch von innen anschauen. Kleiner Spoiler vorab. Bis dahin gerne weiter Fragen, Anmerkungen schicken über die Social-Media-Kanäle oder bei radios.de/knastlive. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Knast Live. Leben und Arbeiten in der JVA Remscheid. Der Podcast mit Thorsten Kabitz.